Recap vom gestrigen Tag aus deiner Sicht. Ja, war echt nice. Der Flug, mega. Also für EasyJet. Ne? Lange Fahrt hierher gehabt, mussten noch lange warten für die Autos, aber es war schon nice. Hey, wir fahren an den Spartys Beach und da gibt's bestimmt Spaß. All the tables nice and clean. Everlands asleep on the graveyard shift again, selling gasoline and his kids smoking on South First. See, high school is just a blur for her and everything just found their place. There's an old folk song on the radio, sounding thin and dark and haunted. There's a bag of weed in the back beneath the books. Yeah, she can't stand. Jo, also wir haben hier Seeigel gefunden, schöne Ausbeute, schöne stabile Muschel gefunden. Und hey, das ist von Timon. Timon hat genauso gefunden, mega. Und wir haben einfach in dem, hier waren einfach noch das Gebiss drinne. Hier sind einfach noch die kleinen Zähne dran. Übelst mega. Hier war einfach ein Gebiss drinne. Es ist 5.49 Uhr. Wir können beide nicht mehr ganz so schlafen. Okay, wegen Mücke und sowas. Und wir haben jetzt einfach vor, auf den Viewpoint zu gehen und den Sonnenaufgang anzuschauen.
nehme die Drohnen mit, die Kameras und ja, mal schauen, was ich so sehe. Jo, wir sind jetzt angekommen an so einem Viewpoint oder zumindest dort in der Nähe. Wir haben jetzt vor, auf den Sonnenaufgang zu warten, der ist ungefähr in einer halben Stunde. Und ein bisschen Drohne zu fliegen und so. Und fotografieren, mal schauen, wie es aussieht. Auf dem Weg hier hoch waren übelst viele Bienenstöcke an den Wegrändern. Und das Ding ist jetzt jetzt hell und die kommen alle raus. Und hier, man sieht es wahrscheinlich auf der Kamera nicht so krass. Aber hier sind überall Bienen. Und wir haben die Drohne gestartet. Übelst. Und die hat schon einfach die Drohne angefallen, Junge. Ups. Rest in pieces. Oh, und eine Mücke. Christoph ist auf dem Weg hierher. Hiking in the mountains in the La Montaña. For the past, I'm so glad it's so. The good and the bad, where it always. Wir gehen jetzt einfach zum Peter's Peak. Peter, der Peter Peak. My rose tinted glasses don't seem as sweet as it used to. My heart was a cast. Es gibt hier einfach so Erdbeerbäume. Manche denken sich, das ist eine gute Idee, das einfach aufzuessen. Wir denken, das ist keine gute Idee. Die sehen auch so aus wie so Walderdbeeren tatsächlich. Elia wird jetzt versuchen, eine Erdbeere. Ihr habt jetzt live aufgenommen, ihr stirbt. Natürlich kann man sie auch normal. So, noch ein letztes Wörtchen, Elia. Also, ich sehe essbar. Oh, ich bin geil. Das waren seine letzten drei Worte. Das schmeckt geil. Hattest du schon immer drei Ohren? Was nicht so geil ist der Rand. Der ist ein bisschen zu stachelig. Aber innen drin ist es sehr. So wie eine Kaktusfeige. Die schmeckt wie die Kaktusfeige. Vielen Dank für den nur ohne Stacheln. Ich habe eine Kaktusfeige ohne Stacheln. Die ist nicht so gefährlich. In der Stunde werden wir sehen, wie viele Leute von uns zurückkommen. Time is nobody wins. Einfach auf dem Petrusfeld. Sometimes I wish I could start again. So wear my heart like a ball and chain. But I still dream me in heaven. But I guess some things never change. Yeah.
So, heute große Auswahl. Wir haben Skat und Phase 10. Bruno ist okay. Das ist ein Max. Nice. Born to be Wild. Das können wir gleich wieder rausschmeißen. Nice, aber den Duft, der ist. Weil der Plan ist heute, ein Boot zu mieten und irgendwo hinzufahren. Zur blauen Lagune. Zur blauen Lagune zu fahren. Also meine Hoffnung ist, dass es dort Delfine gibt. Mal schauen, was uns heute erwartet. Auf jeden Fall habe ich Bock, irgendwo Cliff-Jumping-Spots zu finden. Ich glaube aber die Hoffnung genommen. Was haben wir heute vor? Wir machen Abenteuer am Chilltag. Vor? Ach so. Nein, wir Taya fährt nach Nikiti. Ja. Der Timon hat den Plan an den Haken gegeben. Die Hummel will ein Eis essen. Ach so. Richtig. Und vielleicht zu Hummel finden wir was ganz krasses. Das sind ungefähr 80 Rentner in unserem schönen Restaurant. Meditative Zubereitungsweise.
schmeckt ein bisschen wie ein lascher Kaffee. Allerdings passt schon. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich würde sagen 7 von 10. Den Namen vergessen. Schmeckt's? Nee. 5,875. Personen, die sich nicht entscheiden. Aber eine Entscheidung kriege ich nicht. Richtig, ich hab auch Lost Place, das wär's heute. Oh, Lost Place, ja. Wir sind jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde gefahren und wollten noch was starten und wir sind jetzt an Paradise Beach. Der Rest chillt einfach voll an meine Schuhe. Mit am Start ist Benny davon. Wir haben Anton und Jasmin und Lea und mich. War hier nur die Coolen. Einfach nie dabei. Alter, jetzt einfach mal Hängematten. Something said so sweet, not quite as ever. We'll leave this scene. Show no fear, things we can't control. Davor wollen wir gehen. Jetzt klappt, und sonst dahin. Ich hab nicht vor zu baden. Mal schauen, ob das klappt. Ohne ins Wasser zu kommen. Nein. Ich sehe einen mindestens im Wasser liegen. Boah, Junge! Also, ja, 3, 2, 1. Change it all. Das hier ist unser frisch gebautes Boot. Wie Sie sehen, haben wir ein brandneues Segel, ein Basecap. Wir haben sogar krasse Sachen wie Leinen oben. Das ist extrem futuristisch. Mal schauen, wie gut es schwimmt. Aber es schwimmt leider als die Titanic. Die MS Trashcan wird zu Wasser gelassen. Stella uns alle abgezockt. Pur und das Leben. Wir machen nach Thessaloniki und wir besichtigen die schönste Stadt Griechenlands. In die Stadt gehen. Rechts. Baden. Wir sind stadtbereit. Hier gibt es geile Straßen durch die Wüste. Dann gibt es hier einen Wrack. Ein 100 Jahre altes Wrack. Ziemlich cool aussieht. Jetzt kommt Drohne. Die haben eine Drohne.
Halbinsel und wollen dann ein bisschen baden gehen und unseren letzten schönen gemeinsamen Tag verbringen. For driving us around in Greece. You're welcome. I will stand. Set my feet on the bar. I'm sinking in sand.